Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Black Ops 2 Multiplayer Live Commentary. Und ja, ich werde jetzt mal gleich ganz schnell was suchen hier, weil ich habe heute nicht viel Zeit. Wir werden heute mit der MSMC schnelles Magazin, Laser und Schalldi spielen, nehme ich mal an. Ja, das ist meine erste Runde heute. Ich komme gerade aus der Schule. Es ist jetzt 3:15 und ja, das ist mein neues hässliches Emblem. Der Clantag SCUY. Ja, das ist der Scorp United Clan vom Marcel Scorpion, ja. Den Kanal werde ich auf jeden Fall nochmal verlinken. Geht da drauf, ist echt ein cooler Typ. Ja, mit dem wird auch wahrscheinlich was gestartet, eine Serie, oder wird einfach mal ein Duel gemacht. Und ja, da habe ich richtig Bock drauf. Wie man sieht, wir spielen jetzt auf Meltdown. Mal gucken, was da so läuft. Auf jeden Fall, das ist genauso ein Clan wie EEVH, einfach nur aus Fun, dass man zusammen zocken kann und so weiter und so fort. Und ja, EEVH bin ich auch noch drin, da spielen wir dann einfach immer nur so aus Spaß alle zusammen, deswegen ist das eigentlich beides ganz okay. Ja, gestern haben wir schön im TS mit dem Scorp United Clan geredet, gelabert, hat richtig Fun gemacht, also geile Typen dabei, muss man echt sagen. Und ja, solche Leute findet man nicht so übertrieben oft. Ah, jetzt geht's wieder los mit den S-Minen hier. Ja, man findet halt nicht so oft korrekte Leute in der Szene. Gibt zwar genug, aber na, man muss sie erstmal treffen. So, ja, erstmal zwei weggeholt. Und ja, die sind auf jeden Fall auch nicht solche kleinen Kiddies. Das ist schon mal ganz gut. Mit denen kann man sich gut unterhalten. Das ist auf jeden Fall ganz geil. Und ja, muss man ja auch mal sagen, ne? Gehen wir mal hier durch. Ich glaube, hier kommt einer. Ah, was? Nein. Okay. Lassen wir es einfach mal zu. Ist okay. Ah, meine PlayStation gibt hier Geräusche von sich. Ich glaube es ja kaum. Ich hoffe, man hört das nicht. Die arbeitet gerade relativ kräftig. Das macht sie bei Black Ops 2 meistens am Anfang immer. Ich hab dich gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Hihihihi. Oh, zack. Ich habe auch wirklich nur diese 10 Minuten Zeit, die hier wahrscheinlich gespielt werden. So. Achso, ja, ich bin Prestige 3, Level 39. Ja, pff. Also, manche würden sagen, ja, such die No Life. Aber ich habe jetzt einige Leute, die das Spiel jetzt erst neu bekommen haben. Und die sagen echt, man levelt so schnell, wenn man den richtigen Modi spielt. Und da ich am meisten, wenn ich alleine spiele, fuck, die habe ich gerade eben erst gesehen, Abschuss bestätigt spiele, geht das einfach mal mega, mega schnell. Und, ja. Deswegen, ne, wenn ich jetzt nur Team Deathmatch oder so zocken würde, dann würde das gar nicht so schnell gehen. Da levelt man nämlich sehr, sehr langsam, muss ich echt sagen. Und, ja. So sieht's halt aus, ne? Ich habe jetzt zwei Goldwaffen, Type 25 und MP7, das ist noch so geblieben. Und, ja. So viel gibt's heute gar nicht so zu sagen. Schön die letzte entfallen heute. Freut man sich natürlich immer einen Keks drüber, ne? Hat man nicht so lange Schule, muss da nicht so lange rumhocken. Und ja, ich hatte halt einfach jetzt Bock, ein schönes, knackiges Live-Commentary zu machen. Und ja, deswegen mache ich das auch, weil wenn ich da mal Bock zu habe, so richtig Bock, dann mache ich das auch lieber gleich schnell. Weil nachher habe ich vielleicht keinen Bock mehr, da möchte ich einfach nur so zocken, habe gar keinen Bock zu kommentieren. Und ja, da ist es angenehmer, wenn ich da Spaß dran habe, als wenn nicht. Ja, mit den Klassen, die ich so habe, werde ich mal wann anders drauf eingehen, was ich am liebsten so spiele. Und ja, zu dem Spiel Black Ops 2 halt werde ich mich auch nochmal äußern. So ein paar Sachen, die mir jetzt nach längerer, bisschen längerer Spielzeit halt schon aufgefallen sind. Ja, gibt nämlich doch schon ein paar Sachen, die dann teilweise aufregen. Wie zum Beispiel vorhin, als ich da unten war, den so lange da angesprayt habe und der irgendwie nicht gestorben ist. Und dann dreht er sich um, aimt einmal kurz, rotzt da kurz was drauf und dann bin ich weg. Es passiert echt mega oft. Dann ganz großes Ding hier bei Black Ops 2 ist die Verbindung auf jeden Fall. Also jetzt gerade geht's richtig gut.
Und ich muss echt sagen, ich hatte eigentlich noch nie Probleme in irgendeinem Spiel mit Lags, weil meine Internetverbindung eigentlich ganz okay ist. Ich habe eine 64.000er Leitung, das ist, naja, für die Leute, die sich nicht mit auskennen, das ist in Ordnung. Ich glaube, 100.000 ist das höchste, glaube ich. Also, soweit ich weiß. Ah, Claymore. Also 100.000 K, 100.000 halt, ne? Wisst ihr Bescheid? Nicht 100.000 K. Ja, genau. Also ich habe da eigentlich nie Probleme mit. Und dann lag ich hier doch schon teilweise oder beziehungsweise krieg einfach durch Lags auf die Nase, weil irgendein Pfosten wie der Host ist, der das Spiel einfach nicht hosten kann. Und dann wird einfach kein neuer Host ausgewählt, sondern einfach bis der rausfliegt, dann so gespielt. Eieieiei. Und das kann dann schon teilweise richtig aufregen. Wenn man dann nur auf die Nase bekommt, wegen diesen scheiß Lags. Naja, kann man anscheinend nichts machen. Ich hoffe, das wird irgendwie ein bisschen zum Positiven hier gepatcht, weil, naja, lässt sich teilweise echt nicht spielen. Sonst an sich das Spiel finde ich gut. Es gibt ein paar Waffen, wo ich mir teilweise jetzt doch schon denke, die sind schon sehr, sehr stark. Wie auch die MSMC, muss ich auf jeden Fall sagen, die ist mega stark. Also, die hat hier einfach mal durchgeranzt. Die haut echt sowas raus hier. Das ist unglaublich. Es war mir klar, dass der da ist. Natürlich schön mit einer Shotgun da gewesen. Fernentladung. Nein, fuck, ey. Egal, ich habe noch alles bekommen. Sehr schön. Ah, nee, den hau ich jetzt nicht raus. Ich weiß nicht, wie viel. Warte mal. Erstmal die Hellstorm. Ja, so. Ui, eine S-Mine. Ah, jetzt ist sie weg. Oh, der war scheiße. Der war scheiße. Ich bin voll verruckelt. Nein, ey. Wo ist die? Lol, 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 lol. Ich habe die Marke gerade gar nicht irgendwie gefunden, gesehen. Whatever. Oh Gott. Da habt ihr es gesehen, einfach mal richtig mies geaimt. Das ist echt. Teilweise kotzt es mich ein bisschen an, wie ich aime. Gott, hüpft daran. Na komm, nein, oh. Ey, ich hätte jetzt so geweint, wenn der mich gekillt hätte, ne? Ich hau jetzt einfach mal in den Spawn rein, vielleicht spawnen die da jetzt alle. Oh. Komm, 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 komm. Ja, nice. So lässt sich das doch echt leben. Kann ich mich nicht beschweren. Andere Leute würden bei so einem Score jetzt mega heulen. Ich finde das eigentlich schon relativ geil. 23,8. Geht gut klar. Kann ich mich echt nicht beschweren. Meine KD ist jetzt, glaube ich, auf 1,23 gestiegen. Bin ich zufrieden mit, muss ich echt sagen. Ist mein erster Ego-Shooter auf der PS3. Deswegen, ja. Echt geile Sache. 24, 25,9. Oh, nice. Nice, nice. Wie gesagt, auch noch für die erste Runde freut mich sehr. Sowas kriege ich meistens nicht hin. Ja, als wir gestern dann mit dem Scorpunity Clan dann gespielt haben, ey, oh mein Gott. Da erste Runde sofort. Alle hatten irgendwie, die den Dingsbums Loadstar dabei hatten, haben den bekommen. Alle, die, also ich hatte Tarnheli, Warthog und Vitor Einheit dabei. Das sind echt, also ich glaube, 11er, 12, nee, 11er, 15er und 16er Streaks sozusagen. Und ja, die habe ich alle erreicht. Da haben wir die Gegner so derbe weggebasht. Das war echt nicht mehr schön für die. Denke ich mal. Komm, hüpfen wir einfach mal rein. Kann nicht schaden. Sieht man ja. Comeback. Ich glaube, Comeback bekommt man hier sogar schon nach 2 Toten. So wie ich das bis jetzt, glaube ich, bemerkt habe. Ah, wusste ich es doch. Also diese Waffe killt echt mega schnell. Teilweise rege ich mich selbst auch über die auf, aber ich muss echt sagen, in diesem Spiel ist es mir wirklich relativ egal, was ich spiele, weil
Bei Uncharted war es immer so, oh nein, die Community, dies, das. Der hasst einen dann, wenn man das und das spielt. Nee, das spiele ich nicht. Und hier ist es mir eigentlich egal. Also, richtige Mega-Noob-Waffen gibt es ja hier auch noch nicht. MSMC spielt so gut wie jeder und sagt, er ist Pro mit der Waffe und sowas. Deswegen weiß ich auch noch nicht, was ich davon halten soll. Allgemein kenne ich mich ja auch nicht so in der Community aus, was als was gesehen wird. Und ja, der hat eine S-Mine geschmissen und ich habe mich nicht geduckt. Das war wieder total fail. Aber naja. Ja, wie gesagt, schaut auf dem Kanal von Marcel Scorpion. Ich will mal Marcel sagen. Das hört sich dann immer so komisch an. Und ja, 31 zu 14 geht eigentlich gut klar. Noch schön auf Levels 40 aufgestiegen. Das ist ja immer schön. Hier die M8A1, den letzten Abschuss. Die Elotrix-Waffe, ne? Für die Fanboys. Wissen da bestimmt Bescheid. Ja. So, 20 bestätigt, 5 verwehrt. Könnte besser sein, aber naja. Meistens geier ich nicht so auf die Marken, weil ich dabei öfter mal sterbe und ja. Kommt mir nicht so gut. RPG freigeschaltet. Und noch so ein Visier. Ja, ich zeige nochmal ganz kurz meine Klassen. Hier, 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 hier. Für die Leute, die sich da reingucken wollen. Ich spiele eigentlich immer mit Geist und Hardliner. Das ist so Standard halt bei mir. Keine Ahnung, Geist, weil einfach nur noch die Drohnen in letzter Zeit gespammt werden. Also seit Anfang an eigentlich. Und ja, finde ich immer ganz gut. Habe ich mir mit ins zweite Prestige damals, glaube ich, genommen. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und schaut bei Marcel Scorpion vorbei. Und ja, da wird bestimmt auch noch was mit mir folgen. So auf seinem Kanal, so ein Duel, nettes Ding, ne? Und ja, ich verabschiede mich und grüße den Scorp Unity Clan und EVH. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.